Ja, hallo. Ich bin der Kalle, geboren, aufgewachsen in Erfurt, nun im zweiten Semester. Mein Name ist Markus Heinsdorf, vertrete hier die Lehrgebiete Waldbau und die Forstgeschichte, etwas auch die Waldökologie. Wenn man tiefer in die Geschichte einsteigt, Deutschland hatte stark geschädigte Wälder. Und da ich auch aus einem Forsthaus komme, habe ich dieses Interesse mitgenommen, als der Wald drohte zu sterben. Das ist einfach geil, durch den Wald zu laufen, was zu tun zu haben. Und man hat einfach eine viel höhere Auseinandersetzung. Man kann viel mehr rausziehen am Naturerleben. So früher, wenn ich früh aufgewacht, habe mir gedacht, Mensch, Vogel, halt Schnabel. Heute denke ich mir, Mensch, Mönchgrasmücke, halt Schnabel. Okay, habe ich noch 45 Minuten Zeit, bis die Sonne aufgeht. Das weiß man alles und das ist viel interessanter und das fesselt mich, das begeistert mich. Und gerade beruflich ist es halt auch eine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Deswegen bin ich hier. Da kann man mit einem Zitat eines klassischen Dichterfürstens aus Thüringen beginnen, Friedrich Schiller, der ja enge Verwandtschaftsbeziehungen zur Forstwirtschaft hatte. Ihr wirket frei und unerkannt, frei von des Egoismus Tyrannei, eure Früchte reifen selbst der späten Nachwelt noch. Also was wir heute gemeinsam hinstellen, davon partizipieren noch Generationen nach uns. Und kann es etwas Schöneres geben, als wenn man etwas hinstellt im Waldbau, als wenn man junge Leute aufwachsen sieht und sagt, in 180 Jahren freuen sich dort immer noch Menschen daran. Würde ich so unterschreiben, in der Tat. Was mich auch während des Studiums, habe ich das erst gemerkt, dass die Forstleute, das sind ein sehr pragmatisches Völkchen, sehr wenig ich-bezogen, sehr hilfsbereit. Und das macht einfach Spaß, sich mit diesem Themengebiet, mit den Leuten auseinanderzusetzen. Weil man merkt, es geht um die Sache, es geht voran und da tut sich was. Also das ist eine sehr interessante Frage. In den nächsten 150 Jahren wage ich zu prognostizieren, dass Umschwünge in der Zeitintervallen schneller kommen. Ich wünsche mir und hoffe, dass unsere Nachfolger auch ein bedächtiges historisches Urteil fällen. Dazu braucht man Forstgeschichte. Und da sehe ich trotz all der Probleme, die heute auf uns einstürzen, optimistisch in die Zukunft. Am Anfang des Semesters ist es relativ gepackt mit viel Theorie. Die bezieht sich vor allem auf die ersten 3 Wochentage. Aber das wird dann auch belohnt, wenn man halt Donnerstag und Freitag dann auf Exkursion ist. Wir sind wirklich fast jede Woche sind wir draußen im Gelände, im Wald, auf dem Submissionsplatz. Und das macht einfach Spaß und das ist dann wirklich praktisch. Ein Studierender der Forstwirtschaft oder Wissenschaft, wie man es unterschiedlich bezeichnet, sollte Liebe zur Natur bringen. Und ich finde, man sollte Interesse für Naturwissenschaften mitbringen, aber die Betriebswirtschaft nicht ganz vergessen. Ohne Wald, denke ich, hat die Menschheit auf der Erde keine Zukunft. Und das sehen wir heute in allen politischen Diskussionen oder naturwissenschaftlichen Diskussionen. Das sehe ich sehr ähnlich. Unser Ökosystem, unser ganzes Lebenshabitat, in dem wir uns als Menschen halt über Generationen und auch noch Generationen bewegen. Und deswegen ist gerade die Pflege und halt der Erhalt auch zukunftsgerichtet, so jetzt Klimawandel, was machen wir, um halt auch Waldstrukturen zu erhalten. Man sieht das zum Beispiel mit den fliegenden Flüssen, wie Wasser vom Ozean über die Wälder weitergereicht wird ins Inland und was passiert, wenn das fehlt. So, also es hat eine sehr hohe gesellschaftliche Relevanz in meinen Augen. Man sollte die Angebote der Erfahr nutzen, wenn ihr lange Nacht der Wissenschaften ist oder vor kurzem hatten wir einen Pop-Up-Store hier eröffnet. Da muss man einfach die Angebote nutzen, die eigentlich die meisten Hochschulen, die ich kenne, bereithalten. Das Angebot ist da, man kann Fragen stellen, man kann auch mal in eine Schnuppervorlesung gehen.
Ganz klar, also eins der Hauptausschlagargumente für mich auch, das muss man auch ein bisschen Humor sehen, ist, um das hier auszuprobieren, selbst wenn man mit dem Forstwirtschaftsstudium am Ende keinen Beruf findet oder nicht finden möchte, hat man immer noch ein ziemlich geiles Hobby.